Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es ein kleines exotisches Review zu den Orpheus Rig Füßen. Das sind nämlich exotische Beinschutzschienen für den Jäger in Kombination mit dem Nachtpirscher unglaublich stark. Vorweg schon, für PvE sind sie unglaublich gut, für PvP kann man sie nicht brauchen, deswegen gehe ich nicht auf PvP ein. Fähigkeitstechnisch: unheimliche Pfeile sind drauf, bietet Fähigkeitsenergie für jeden durch Schattenschussanker gebundenen Feind. Bedeutet im Klartext, wenn wir den Pfeil irgendwo auf den Boden hauen und der Feind anbindet, kriegen wir pro angebundenen Feind Superenergie zurück. Das zeige ich dann nachher noch visuell. Dann haben wir hier drauf, dass wir die Mobilität oder auch die Belastbarkeit verbessern können. Also nichts wahnsinnig Spezielles oder Einzigartiges. Die Fähigkeit hier, unheimliche Pfeile, das ist es, was es ausmacht. Wenn wir auf den Nachtpirscher gehen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen das untere, wo wir mehrere Pfeile haben. Das ist in Kombination mit dieser Exo nicht unbedingt zu empfehlen. Die Pfeile haben eine kurze Reichweite, was das Anbinden von Feinden betrifft. Das sieht man hier ganz gut und sind deswegen in Kombination nicht zu empfehlen. Ich würde den oberen nehmen hier. Denn da haben wir nur einen Pfeil, aber der bindet dafür sehr, sehr viele Feinde an. Das heißt, eine große Reichweite Feinde anzubinden und pro angebundener Feind kriegen wir immer ein bisschen was zurück. Und wenn wir sehr, sehr viele anbinden, dann kriegen wir den super vollständig wieder zurück. Macht sie also unglaublich stark, diese Exo, gerade für öffentliche Events oder allgemein, wenn man viele Feinde hat, so wie das im Raid eben auch der Fall ist. Da gibt es ja auch Abschnitte, wo sehr, sehr viele Feinde unterwegs sind. Da kann man dann den Bogen bzw. den Pfeil einfach auf den Boden hauen, bindet viele Feinde an. Produziert direkt für die Teamkameradensphären, zack, hat den Super wieder voll, kann den nächsten Bogen hauen, beziehungsweise den Pfeil raushauen und das kann man so lange machen, bis nicht mehr genug Feinde angebunden sind. Ja, man produziert hier natürlich für das Team unfassbar viele Sphären, das heißt auch die Teamkameraden profitieren davon, die können dann ihren Super aufladen, können Feinde töten und das zieht sich dann natürlich hin, also ein Must-Have-Gegenstand für den Nachtpirscher. Viele fragen sich jetzt sicher, wie kriege ich denn dieses Schätzlein mit Glück? Aus einem exotischen Engramm oder wenn der exotische Händler Xur am Wochenende da ist, kann er auch diese Rüstung im Angebot haben. Aber eben, das ist Glückssache. Das heißt hoffen, dass aus den exotischen Engrammen diese Schönheit hier rausdroppt. Ich lasse es mir jetzt hier in dem Review nicht nehmen, trotzdem noch zu sagen, dass sie sehr, sehr cool gemacht sind. Also designtechnisch sieht man direkt auf der Seite, kriegt man einen Köcher, wo die leeren Pfeile dann drin sind. Ich muss sagen, wenn man sich das genau anguckt, sieht es designtechnisch echt schön aus. Wollte ich einfach hier am Ende noch gesagt haben. Gut, dann wäre es das eigentlich auch schon gewesen von dem Review. Ich habe direkt noch eine Frage an euch. Wollt ihr solche exotischen Rüstungsteil-Reviews öfters? Oben rechts in der Infokarte gibt es noch eine Abstimmung. Stimmt das ja gerne mal ab, dann weiß ich, exotische Rüstungs-Reviews sind auch gewünscht für den Titan, Warlock und auch den Jäger. Dann werde ich das auch weiterführen. Exotische Waffen-Reviews wird es natürlich auch noch geben. Da braucht es aber keine Abstimmung. Da weiß ich, die Leute freuen sich über ein exotisches Waffen-Review. Gut. Lasst ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen und oder geholfen hat. Schreibt noch einen Kommentar, wenn ihr irgendetwas loswerden möchtet. Stimmt sehr gerne in der Infokarte oben ab. Und lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht Teil dieser Community seid. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.